Meines Erachtens ist es wirklich das Zeichen, dass man sagt, wir können damit die Pandemie sicherlich ein Stück weit einschränken. Wenn es zu einer großen Immunisierung kommt der Bevölkerung, dass wir damit vielleicht auch hoffentlich für unsere Bewohner erreichen, dass wir hier wieder ein ganz normales Leben im Pflegeheim organisieren können. Und natürlich, dass unsere Pflegekräfte einfach von den Schutzkleidungen, den Schutzmaßnahmen, die natürlich sehr anstrengend sind, zeitaufwendig sind. 8 Stunden mit einer FFP2-Maske zu arbeiten, ist eine wirkliche Herausforderung für die Pflege, dass wir da nach und nach wieder runterfahren können. Wir haben versucht, für unsere Bewohner hier im Alten- und Pflegeheim alles so weit aufrechtzuerhalten wie möglich. Also das bedeutet, wir haben den Speisesaal offen gelassen, dass die Bewohner gemeinsam essen können, das Mittagessen gemeinsam einnehmen können, dass sich Bewohner nach wie vor dem Mittagessen im Foyer treffen können und ihren Vormittagsplausch halten können, dass sich die Bewohner gegenseitig besuchen können. Also wir haben wirklich versucht, im Haus das Leben für unsere Bewohner so uneingeschränkt wie möglich weiter zu gestalten. Es sind natürlich auf der Grundlage, dass wenig Besucher kommen, dass wenig Angehörige sich anmelden, auch für die Besuche, weil sie sagen, wir wollen unsere Angehörigen schützen. Das merkt man natürlich schon. Aber das Leben im Haus haben wir versucht aufrechtzuerhalten. Wir haben Mitarbeiter, die auch in ihrem privaten und persönlichen Leben alles dafür tun, sich nicht mit Corona anzustecken. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und sie schützen sich ausreichend, auch die Pflegekräfte sowie Verwaltung, Hauswirtschaft. Und ich glaube, das ist ein kleines Geheimrezept, dass wir Mitarbeiter haben, die sich wirklich an die Regeln halten und die sich selber schützen und damit natürlich auch unsere Bewohner schützen. Alle Pflegekräfte haben relativ schnell gesagt, ja, sie möchten sich impfen lassen. Wir wollen, wann können wir vor allen Dingen geimpft werden? Gerade in Alten- und Pflegeheimen ist es so, dass die Mitarbeiter, die Pflegekräfte, die Hauswirtschaft, alle sehr darauf bedacht sind, so schnell wie möglich zu impfen. Bei uns im Haus war, seitdem es den Impfstoff gibt, seit dem 23.12., als wir gehört haben, dass Impfen beginnt, werde ich nahezu täglich gefragt, wann es losgeht. Also ich wünsche mir für uns alle, dass es ruhiger wird, dass sich die Emotion legt, dass auch manchmal dieser blinde Aktionismus, der sich momentan an ganz vielen Stellen auftut, dass das ruhiger wird, dass wir durch die Impfungen eine Immunisierung bekommen und dass alle das Corona-Thema einfach sich etwas entspannter. Es ist wichtig, ohne Frage, aber diese Präsenz und diese Mediengewalt, die täglich auf uns einströmen und das, was das auch mit den Menschen macht, dass es da einfach ein bisschen mehr Ruhe einkehrt.